Was macht ihr da hinten? Achtet sein Booty! Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, herzlich willkommen. Wir spielen erstmal an der Staffel weiter. Jetzt kommt allerdings ein Riesenproblem, Freunde. Ich habe schlechte Nachrichten, also noch nicht 100%, aber es sieht danach aus. Und zwar habe ich ja einen 27-Stunden-Stream gemacht. Und irgendwo in den YouTube-Richtlinien unter irgendwelchen 10.000 Punkten in ganz klein steht, Streams oder Videos, die länger als 12 Stunden sind, werden nicht mehr auf YouTube gespeichert. Ich hätte nach 11,5 Stunden kurz vor 12 Stunden den Stream ausmachen müssen. Hätte eine Minute neuen Stream starten müssen, Part 2. Hätte dann wieder live gehen müssen für 11-12 Stunden. Hätte dann wieder ausmachen müssen. Hätte dann nochmal anstarten müssen und dann halt die letzten Stunden zu machen. Ich habe jetzt den Support angeschrieben und habe denen die Lage erklärt. Ich wusste das wirklich nicht. Ich habe das vielleicht irgendwann mal vor Jahren gelesen, aber Freunde, das ist raus aus dem Kopf gewesen. Ich habe dazwischen auch schon auf Twitch gestreamt und alles. Und wie es aussieht, ist jetzt die Sache, Freunde, dass ich den Stream nicht mit aufgenommen habe, weil aufnehmen, streamen und zocken, dafür ist mein PC dann leider doch einen Tacken zu schlecht. Und ich ja felsenfest davon ausgegangen bin, der Stream ist online, ich kann ihn runterladen, ich kann daraus Videos cutten und. Jetzt ist die Sache, es könnte sein, dass selbst ich nicht mehr Zugriff auf den Stream kriege. Ich habe bisher noch, es war gestern Nachmittag, habe ich dem Support geschrieben. Es könnte sein, dass ich den irgendwie doch in ein, zwei Tagen auf 720p oder vielleicht noch runterladen kann. Es könnte sein, dass ich den vielleicht doch noch freigeschaltet kriege. Aber stellt euch erstmal darauf ein, dass der Stream einfach weg ist. Stimmt, wir hatten Winter und gar keine Medics, nix mehr. Ich erinnere mich, ich bin gerade noch voll in dem Spielstand von den Tutorial-Videos für euch und den ganzen Location-Videos. Muss auf jeden Fall mich jetzt erstmal um Medics kümmern. Und Essen. Essen und Medics. Okay. Haben auf jeden Fall hier noch diese Base gebaut. Den Aussichtsturm als allerletzten. Jetzt kommt hier quasi noch so ein Verteidigungswall rum. Deswegen steht der hier noch relativ einsam in der Mitte. Das ist die Base. Ich habe einfach mal ein bisschen ausprobiert. Wir haben quasi jetzt hier so mal ein bisschen was mit den Stützen und mit dem neuen System ausprobiert. Haben mal hier so halbe Wände gemacht fürs Lager. Haben hier auch nur ganz kleine Fenster, wo die Gegner meiner Meinung nach nicht durchklettern sollten. Vielleicht können die auch da so durchrutschen ganz und sich so platt machen. Ich weiß es nicht. Aber man kann von innen auf jeden Fall rausschießen. Ist mega gut. Dann haben wir hier noch so einen Balkon, der ist aber noch nicht ganz fertig. Ich weiß noch nicht, ob ich da ein ganzes Dach drauf machen will, da muss ich nochmal gucken. Und hier dann auch nochmal so logische Stützen gemacht, damit unsere Base ein bisschen stabiler auch ist. So sieht's aus, dann haben wir ein richtig schönes Spitzdach draufgesetzt. Das, was bisher geht halt, so sieht's hier von hier aus. Hier kann man nämlich einfach dann quasi Armbrustbogen, was auch immer ihr habt, nehmen und kann halt hier so rausschießen. Und ich habe auch schon die erste Bauidee im Kopf, Freunde. Die wird die Tage auch kommen. Was eine Base angeht, die relativ sicher ist. Ich werde die dann auch ein bisschen testen mit Gebäudeschaden an, damit ich sehe, ob die Base auch ein bisschen mehr aushält. Und dann werde ich dazu auch noch Videos machen. Ist die Lady wieder. Ich will bei der Lady mal einmal kurz was testen, Freunde. Katzi. Hallo. Hi. Wie geht's dir? Sag mal, hier, ich habe erstmal ein Kleid für dich. Zieh dich mal an. Ja, sieht viel
sieht doch gleich viel besser aus. Und dann... Ne, eine Waffe kriegst du von mir nicht. Gib mir mal meinen Peilsender wieder. Ich will dir den wieder dran machen. So, aber ist der jetzt... Wie sieht der denn jetzt aus? Warum ist die denn immer so? Ich will da eigentlich ein Herzchen dran machen. Tschüss, Herzchen. Können dir mal das neue Kleid. Mach's gut. Weißt du, wie man die Ladies zusammenhält hier. Hier in dem Bunker, weil ich ja zu euch meinte, hier waren wir schon. Und ja, hier, guckt euch das an. Sagt mir mal bitte, wie konnte ich diese Axt übersehen, Freunde? Guckt euch das an. Ihr steht hier und man guckt direkt da drauf. Wie konnte ich die übersehen? Also ich bin ja vor allem, bin ich hier so, ich weiß sogar noch, wir haben hier so geguckt. Ich bin hier so durchgelaufen, dachte mir so, okay, geil, überall Loot. Dann bin ich hier so her, hab so geguckt. Ja, und bin wieder gegangen. Guckt euch das an, die hängt einfach mitten hier. So lost, ja. Die ist richtig lecker. Ich hab auch, hab ich unbedingt vor, Freunde. Ich werde Endnight schreiben. Man kann ja beim GPS-Gerät und so immer mit der Maustaste quasi eine Extra-Funktion aktivieren. Die sollen bei der Axt eine Extra-Funktion machen, dass wenn man das Mausrad einklickt, der die Axt umdreht und man mit der Spitze von hinten auch zuschlagen kann. Das wäre doch insane, oder? Hat man 2-in-1-Waffen, Axt mit Hacke gleichzeitig. Hi. Oh, Blaubeeren, die weiß, was mir schmeckt. Dankeschön. Oh, übelst korrekt. Ich kann die aber nicht essen, weil wir Schnee haben. Aber dankeschön, du weißt, was ich mag. Ich teste das jetzt aus, wenn jetzt mit meiner Waffe wegläuft, Freunde, ne? Ich geb dir lieber mal die Knarre. Okay. Und jetzt gucken wir einmal in mein Inventar. Boah, Junge, Alter. Renn ich weg mit der Knarre. Nein, die ist weg. Bleib stehen. Schatz, bleib stehen. Komm her, Junge. Gib mir meine Waffe wieder. Von wegen. Nicht nur verarscht, gib keine Waffe. Nein, gib dir nicht. Guck mir nicht so an. Du kriegst die Waffe nicht, wenn die weg ist. Digga. Ich meine das wirklich ernst. Ich habe dafür keine Zeit. Ich möchte jetzt schlafen. Dankeschön. Ich möchte... Oh. Oh, shit. Die kommen aus allen Löchern, Junge. Der hat seine Cousins und Cousinen gerufen. Was geht ab? Ich hab genug Munition für euch alle. Ich kann nicht pennen, es sind noch mehr hier. Ist auch noch einer. Junge, aus dem machen wir jetzt gleich erstmal Knochenrüstung. Ich schwör's euch. Komm raus, Alter. Jetzt komm raus, oder ich... Oh, das sind noch viel mehr. Headshot. Ich komm. Ich hab keine Angst vor euch, Junge. Wo seid ihr? Komm mal in den Tiefs... Oh, scheiße, noch vor dem habe ich Angst. Oh, oh. Problem. Oh, Mama. Alles ist gut. Ich hab dich lieb. Alles ist gut, ja? Ja. Bis dato, Sau. Die totale Sprengung, Junge. Ich hasse diesen Mutanten. Ich schwöre, der ist so kacke. Weißt du, da will man einmal kurz schlafen. Da kommt hier schon wieder eine... boah, fast verklickt. Ich baue ein Feuer, weil ich muss auch noch was essen. Guck mal, wie die kuscheln. Oh, richtig süß in Löffelchen. Oh, Junge, direkt rein in die Schulter, Junge. Guck mal, der guckt auf der anderen Seite wieder raus. Junge, jetzt gibt's einen in einen schäbigen Kopf, Junge. Oh, doch nicht. Ja, ist ja gut. Komm, gib. Oh, 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 oh. Ganz ruhig, Fifi. Übrigens seine Schwachstelle, falls ihr das noch nicht wusstet. Ihr könnt, wenn ihr nahkampfmäßig Speer spielt, dem ins Bein stechen. Dann geht er auf die Knie, weil er Aua hat. Und dann könnt ihr ihm einfach in den Kopf stechen von der Seite. Oder mit Pistolen reinschießen, Bogen oder was auch immer. Nur mal so als kleinen Kampftipp schon mal hier im Stream.
Und tschüss. Trick mit der Zielscheibe, meinte fein einer. Man nimmt die Zielscheibe und hängt die vor die Tür. Ah, weil man dann nur in der Hocke reinkommt. Ah, dann kommen nur die kleinen Gegner rein. Ist ein Trick. Kann man ruhig erstmal so lassen. Oh! Einfach mal fast mit in die Luft gejagt. Haben die Bomber... Ja, funktioniert noch genau wie früher. Alter Junge. Kam die Bombe mir einfach wieder entgegen. Als ob ich jetzt hier nicht über die Steine, wenn ich hier nicht drüber gehen kann. Das wäre jetzt so... Dann ist meine ganze Baseplanung hin. Dann kann ich gar keinen Verteidigungswall richtig bauen. Ja, doch, scheint zu gehen. Aber das finde ich scheiße. Finde ich nicht gut. Also ich bin ehrlich, an sich ist es okay. Man kann auch so einen Verteidigungswall ziehen. Gewöhnt man sich halt auch wieder dran. Oh. Aber fand ich vorher besser. Check deinen... Bruder, du bist so hässlich, ne? Du bist so hässlich. Ja, du. Junge, du bist so schäbig. Schäbig bist du, Junge. Hat dir vielleicht noch nie einer gesagt, aber ich sag dir das. Du bist schäbig, Junge. Was machst du da? Meine Base in Ruhe. Gib direkt einen von hinten in den Kopf. Was macht ihr da hinten? Achtet sein Booty! Bist du genauso stuck wie der Kollege hier, oder was? Guckt euch den an. Der vibriert sogar noch richtig. Massagesessel hier, oder was? Guck mal, kann ich mich sogar draufsetzen, Junge? Dann vibriert mein Rücken. Ist für mich persönlich der schwierigste Mutant. Eins in den Chat, wenn ihr das genauso seht. Zwei in den Chat mal, wenn ihr das anders seht. Ist für mich der härteste Mutant von allen. Bisher. Junge, die Raupe. Der, immer wenn er so auf dem Boden ist, erinnert er mich an so eine lange Raupe. Welches The Forest ist besser? Ganz klar Teil 2. Auch wenn Teil 2 noch ein paar Updates und ein paar Fixes und Co. benötigt, ist Teil 2 auf jeden Fall besser. Junge, jetzt komm her! Ich mach jetzt hier kurz ein... Ich hab verschossen. Oh mein Gott. Und der hat mir so viel Rüstung abgezogen. Komm jetzt her! Ja, jetzt weißt du, dass du verloren hast, ne, Bruder? Jetzt bist du am Arsch. Oh mein Gott. Junge, wie viel hält der auf einmal aus? Miteinander vielen Dank an diejenigen, die sich auf unseren Early Access Reise zu Sons of the Forest angeschlossen haben. Wir haben in den ersten 24 Stunden 2 Millionen Exemplare verkauft. This boy is on fire. Fire. Ja, damit hat er selber nicht gerechnet, der Kollege. So hässlich ist der. Ja. Bruder. Bin es genauso dumm gelaufen wie dein Face. Bunker freilegen, gar kein Bock. In den Schuppen. Wenn der Besitzer sehen würde, was du mit seinem Auto gemacht hast, einfach den ganzen Dreck da drauf gehauen. LX, grüß dich. Er wird einfach nie fertig. Kann man überall graben, man kann überall so ein bisschen graben, aber nicht so richtig frei graben wie hier. Oh. Nee. Hier speichern und dann jetzt gleich nochmal gucken, ob das hier ist.
Baby, scheiß mal auf den Schalldämpfer. Oh, Junge. Gib mal her das Ding hin, Alter. Kann man hier noch irgendwas machen? Spezialfunktion? Nee. Boah, hört er sich sexy an. 2 Schüsse nur. Alla. Kollegen, ich wollte gerade wieder gehen. Ich hab euch da sogar was... Junge, ich hab euch sogar was freigebuddelt. Ich hab euch einen Keller gemacht. Ich hab euch einen Keller dazu gebaut. Ihr könnt den Keller jetzt hier gerne haben. Der gehört euch. Okay, bei dem Bogen kann ich mich schnell ans Aim gewöhnen. Oh mein Gott, let's go, Leute. Oh mein Gott, let's go. Jesus, Bruder, Jesus. Nicht kämpfen. Friede sei mit euch. Hey, Friede. Jesus. Junge, was? Na, jetzt hast du Angst, ne? Junge, ich gebe euch jetzt noch genau 3 Sekunden. Okay, jetzt gibt's gar keine Sekunde mehr. Headshot. Oh mein Gott, hört die Waffe sich geil an. Oh mein Gott, Leute. Absolute Lieblingswaffe. Oh nein, ich hab verschossen. Ich hab verschossen, Junge, was ist mit dir? Oh mein Gott, insane. Ich muss einen Screenshot machen. Oh nein, nein, nein. Ich hab einen Screenshot gemacht, weil ich eine Schelle gekriegt hab. Junge, lass Kelvin in Ruhe. Kelvin, geh aus dem Schussfeld. Kelvin, du stehst im Schussfeld. Headshot, Junge. Ich hab dich, Kelvin. Alles gut. Wir stehen halt gemeinsam durch, Kollege. Hucks, Hallöchen. Boah, Junge, ich hab ihn aus der Luft geschossen, Alter. Oh, Baby, ich hab meine 2 Waffen. Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink, who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar.